Build Your Dreams. BYD hat uns an diesen wunderschönen Strand hier in Lissabon geschickt, um den neuen BYD Seal U zu testen. Also die große SUV-Variante der Seal-Limousine sozusagen, wobei er sich doch wesentlich vom Seal unterscheidet. Wir haben spannenderweise gesehen, er ist ja länger als ein VW ID.3 und ID.4, aber rein optisch, wenn wir die zwei Autos nebeneinander stellen, ist das gar nicht so gleich ersichtlich. Wir sitzen auch viel höher als in einem Tesla Model Y, aber was der BYD Seal richtig gut kann und was er etwas weniger gut kann, genau das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen hier beim InstaDriver. Der neue BYD Seal U ist fast 4,79 Meter lang und damit um 20 cm länger als ein VW ID.4. Der Seal U ist 1,89 Meter breit und 1,67 Meter hoch und damit um 3,8 cm breiter und 2,8 cm höher als der VW ID.4. Es gibt zwei verschiedene Varianten, genannt Comfort und Design, die sich wesentlich, aber nur in der Akkugröße unterscheiden. Die Comfort-Variante bietet eine 71,8 kWh LFP Blade-Batterie mit 420 km WLTP-Reichweite und kostet 41.990 Euro in Deutschland, wo bereits jede Menge dabei ist, inkludiert elektrisch verstellbare und vegane Ledersitze, ein 12,8 Zoll großer Touchscreen, eine 360-Grad-Kamera sowie das Panorama-Glasdach. Die höhere Variante, genannt Design, bietet zusätzlich aber noch ein Head-Up-Display, das größere 15,6 Zoll Display, Infinity-Lautsprecher und zwei Wireless-Charging-Ablagen in der Mittelkonsole sowie dann die größere LFP-Batterie mit 87 kWh für 500 km WLTP-Reichweite zu einem Preis von 44.990 Euro in Deutschland und in Österreich könnten sich die Preise vermutlich etwas unterscheiden. Beide Varianten bieten einen 160 kW starken permanenterregenden Elektromotor an der Vorderachse, also Frontantrieb mit 175 km/h Spitze und eine Wärmepumpe serienmäßig. Die neue Blade LFP Batterie, also Lithium-Eisenphosphat, zeichnet sich besonders durch ihre Sicherheit und Lebensdauer aus. So spricht BYD von 5000 möglichen Ladezyklen bzw. mehr als 1,2 Millionen Kilometer Laufleistung. Außerdem ermöglicht der Blade-Aufbau des Akkus, also der nicht modulare Aufbau wie herkömmlich, sondern das blattförmig zusammengesetzte Batteriepaket, integrierte Heizelemente aus Nickelfolie, die selbst bei hohen zweistelligen Minusgraden das Aufheizen des Akkus auf 60 Grad in nur 90 Sekunden ermöglichen sollen. Das konnten wir natürlich bei den frühlingshaften Temperaturen in Portugal noch nicht testen. So, willkommen im Innenraum des BYD Seal und ihr seht, ja, man kennt die Elemente von BYD, aber es ist nicht eins zu eins der Seal, obwohl er Seal U heißt, hat mich zuerst auch verwirrt, aber es sieht doch ein wenig anders aus. Nichtsdestotrotz ist die Materialanmutung gut. Es ist fast gar kein Hartplastik hier verbaut, auch kein Klarlack, außer hier, was mich sehr verstaunt, das finde ich super bei BYD, dass hier auf gut durchschäumte, auch relativ hochwertige Materialien gesetzt wird. Und da leisten sie schon gute Arbeit. Wir haben auch vegane Ledersitze hier, die ihr seht, die gut verarbeitet sind, die sich auch sehr gut anfühlen und die extrem bequem sind, muss man sagen. Auch gerade die Kopfstütze gefällt mir gut. Und veganes Leder, da hat es ja das Thema gegeben beim Seal, dass ich glaube, die ersten Badges beim Seal wurden vegan betitelt, wurden dann aber mit echtem Leder ausgeliefert. Das hat BYD jetzt verstanden. Der Grund war am Anfang einfach, dass das Management oder BYD an sich geglaubt hat, der Anspruch von uns Europäer wäre echtes Leder. Und die wollten einfach das Hochwertigste liefern, was sie konnten. Sie haben es später verstanden, dass der Mindset von uns Europäern eigentlich schon in die Richtung geht, veganes Leder ist der neue Luxus, was meines Erachtens auch vollkommen stimmt, weil warum müssen Tiere leiden, dass wir im Auto Luxus haben? Veganes Leder fühlt sich genauso hochwertig an wie echtes Leder und das hat BYD jetzt auch verstanden und liefert die Autos, zumindest wurde uns das gesagt, mit veganem Leder tatsächlich aus, weil den Unterschied zu merken zwischen guten, hochwertigen, veganem Leder und echten Leder ist oft gar nicht so einfach zu bemerken. Wir haben zwei Displays hier, Fahrerdisplay und Infotainment-Display. Die Aufteilung hier, Kilometeranzeige, hier die Leistungsanzeige und Rekuperationsanzeige. Das heißt, wir sehen auch, wie viel Kilowatt wir rekuperieren auf der Seite. Hier in der Mitte gibt es noch viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir können auch das Interface hier ändern.
den Hintergrund und Verbrauchsanzeige. Sogar die Klimaautomatik lässt sich hier regeln. Also das finde ich gut. Was ich nur schade finde, ist, dass sich das Navigationssystem derzeit noch nicht hierher setzen lässt, weil das würde mir noch fehlen. Ich komme nämlich gleich dazu. So, 15,6 Zoll großes Infotainment-Display in der Design-Variante, 12,8 Zoll ist es dann in der Comfort-Variante. Die Signature oder das Signature-Produkt ist ja bei BYD, dass es sich hier drehen lässt. Und das funktioniert übrigens auch so. Das bedeutet, dass, also zumindest hat man uns das gesagt, dass es okay ist, wenn man es so dreht, auch wenn der Elektromotor dann manchmal so eingreift. Ich finde, es ist nicht so ideal, fühlt sich nicht ganz so gut an, aber BYD sagt, das ist kein Problem, wenn man das tut. Interface ist sehr wie ein Telefon aufgebaut, würde ich sagen. Wir können hier runter swipen und haben dann so die Einstellungsmöglichkeiten, Shortcuts für viele verschiedene Sachen. Übrigens auch in der Design-Variante gibt es hier zwei Wireless-Charger. Das bedeutet, ich kann mein Telefon hinlegen, es fängt zu laden an. Ich kann es aber auch hier manuell ausschalten. Ja, das ist auch eine gute Sache, dass das Telefon nicht überhitzt, wenn es dann mal vollgeladen ist und weiter laden sollte. Ja, schauen wir uns dann mal hier diese Einstellungsmöglichkeiten an. Musik, Navigation, schauen wir da mal gleich rein ins Navi. Das geht nämlich ziemlich rasch. Ihr seht, die Reaktionsgeschwindigkeit ist gut. Ich habe jetzt hier auch mal Berlin eingegeben. Und wenn ich hier Ladeplanung drücke, passiert Folgendes. Wir sehen jetzt hier noch keine perfekte Ladeplanung. Das bedeutet, mir wird nicht vorgeschlagen, welche Ladestationen ich anzufahren habe, sondern ich habe die Auswahl von verschiedenen Ladestationen entlang der Route, in der Nähe oder am Zielort kann ich mir hier auswählen. Und dann kann ich natürlich auch noch hier mir anzeigen lassen, wie weit ich denn jetzt noch mit der Akkuladung komme. Und ihr seht, das ist typisch hier so dieser Umkreis, wo wir, in welche Richtung wir auch fahren wollen, wie weit wir noch kommen mit der Akkuladung. Wir haben jetzt 80% und 400 Kilometer Reichweite werden uns noch angezeigt. Laut WLTP sollen es ja 500 Kilometer sein. Ja, ansonsten kann man auch hier so zwischen Tabs wechseln und man kann die Tabs dann auch hier wieder entfernen, wegschieben. Und ihr seht, dass der eine Nachteil, was ich gefunden habe, noch ist, man kann das Display zwar in zwei Teile teilen. Das finde ich super, weil dann hat man hier das Navi und hier vielleicht noch andere Sachen wie Spotify. Das funktioniert auch ganz gut. Nur wenn ich jetzt Einstellungen im Fahrzeug verstellen möchte, dann muss ich leider raus aus diesem Menü und kann nicht hier an der Seite noch die Sachen verstellen, sondern wenn ich jetzt in die Einstellungen gehe, dann ist das ganze Display wieder hier besetzt. Und wenn mein Navi weder hier angezeigt wird, noch hier angezeigt wird und ich möchte schnell was verstellen, dann weiß ich vielleicht nicht, ob ich die nächste Ausfahrt verpasse. Also da könnten Sie auch noch ein wenig nachbessern. So, im Faux Platz genommen. Wow, also da merkt man schon, da ist jede Menge Platz. Der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,78 groß. Und ihr seht, da ist jede Menge Platz. Auch nach hinten. Also die Position ist wirklich nach hinten geneigt stark. Die lässt sich auch hier verstellen in eine etwas höhere Position. Aber das wäre mir dann zu steil, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gibt es noch was in der Mitte? Ja, in der Mitte, die ist auch gut. Also hier sitzt man aufrechter oder dann eben wirklich zurückgelehnt. Also das ist angenehm, auch hier dann zu schlafen. Also das ist wirklich gut. Ja. Hier natürlich auch viel Platz, weil es keinen Mitteltunnel gibt. Hier reine EV-Plattform, Plattform 3.0 von BYD. Und hier zweimal USB-C und mein Lieblingstest, der Kids-Test hier. Was diese Dinge hier hinten, wow, die sind echt, also die sind langlebig, sage ich euch. Die halten was aus. Sitz sehr gut verarbeitet bei BYD. Nicht schlecht, ja. Hier auch alles hier viel unterschäumt. Fast gar kein Hartplastik hier vertreten. Hier Mittelarmlehne auch vorhanden. Es gibt keine Durchreiche hier, habe ich nicht gesehen in der Variante. Hier, okay. Aber ansonsten platzmäßig wirklich top, muss man sagen. Auch 4,78 Meter Länge vom Fahrzeug. Und die merkt man hier. Schauen wir uns mal den Kofferraum an. Machen wir einen Blick auf das Heck, das relativ clean wirkt, weil es hier kein Logo gibt und kein Schriftzug der Automarke, sondern rein hier ist BYD Seal U vertreten. Der Griff befindet sich hier unten und dann öffnet sich elektrisch und es schließt sich auch wieder elektrisch der Kofferraum und wir haben hier 552 Liter Volumen mit dieser Hutablage, die ihr seht. Und man kann auch gleich diese gerade Ladekante hier sehen. Wir haben auch einen doppelten Boden, den zeige ich euch gleich, der sich versenken lässt. Aber ihr seht, das ist eigentlich recht aufgeräumt und funktioniert hier eigentlich auch sehr schön. Die Elemente, die lassen sich auch, also das Element lässt sich auch hier tiefer setzen um circa, ja,
ja, 2-3 cm mehr wird es nicht sein. Aber das ergibt schon ein paar Liter mehr Kofferraumvolumen hier. Und darunter gibt es ja auch noch mal was. Also da gibt es jede Menge tolle Tools von BYD. Und zwar folgendes. Das bleibt hier nicht oben hängen. Also das muss man halten leider. Ja. Aber seht euch das Ding mal an. Also das ist so das Herzstück auch, muss ich sagen. Denn wir haben Vehicle to Load. Das bedeutet, wir haben hier, wir können hier das am Netzstecker anstecken und haben dann draußen einfach Platz für externe Geräte, die wir auch laden können und anstecken können, wie Fernseher, Elektrogrill oder was auch immer man hier machen möchte. Und BYD liefert das gleich mit, zumindest hier in der Designvariante. Es gibt ja auch hier ein Reifenreparaturset und hier das Pannendreieck und den Abschlepphaken gibt es auch nochmal dazu. An der Seite haben wir hier unser Ladekabel drin von BYD. Das können wir entweder so herlegen oder hier an der Seite dann auch verstauen. Und den Boden richte ich jetzt mal wieder auf die gerade Ladekante, denn ich möchte mir ansehen, wie ich jetzt die Sitze umlege. Dazu muss ich die Hutablage hier einmal entfernen. Das ist eigentlich, wie man es bei den meisten deutschen Fahrzeugen kennt. So, nur jetzt habe ich hier ein Problem. Wenn ich von hier hinten die Sitze umlegen möchte, funktioniert es nicht. Es ist nämlich hier kein Griff, wie ich das machen kann. Ich muss nämlich extra hier einmal rundherum. Und hier an der Seite befindet sich dann die Schlaufe, die ich ziehen kann. Und dann geht es auch automatisch runter. Das ist schön und rastet sogar ein. Dann ist das hier gesichert. Muss ich wieder hier einmal ziehen, damit sich das nach hinten versetzen lässt. Also genauso wie ich vorher einfach den Winkel hier eingestellt habe. Ja, 60 zu 40 lässt es sich umlegen. Ich lege es mal um von beiden Seiten und wir schauen uns an. Also ihr seht, da muss man schon ein wenig kraxeln hier. Aber hier haben wir dann 1440 Liter Stauvolumen und das ist jede Menge, die es im BYD CLU hier gibt. Machen wir auch mal einen Blick unter die Motorhaube. Es gibt zwar keinen Frunk von BYD, ich möchte trotzdem mal hineinschauen. Und ja, hier wäre der Platz für einen Frunk, würde ich jetzt mal sagen. Also hier ist jede Menge Platz, aber BYD hat hier nicht vorgesorgt für einen Frunk. Das heißt, es gibt keinen Frunk. Und ja, sieht so aus, lässt sich gar nicht so viel drüber kommentieren. Bevor wir mit dem Fahrtest starten, seht euch nochmal hier diesen Kristall an, unseren Schalthebel. Der sieht nicht nur richtig gut aus, sondern er fühlt sich auch richtig gut an. Kennt man natürlich schon aus dem Seal, aber die den Seal noch nicht kennen, für die wird das natürlich ein schönes Highlight sein. Hier gibt's, glaube ich, auch mehr Knöpfe als im Seal. Also mehr physische Knöpfe hier unten nochmal wie Klimaeinstellungen, hier Fahrmodi, Rekuperationsmodi, hier Lautstärkenregelung und aus. Und ich starte jetzt mal in Drive und werde hier mal jetzt gleich mal den Wendekreis testen, weil wir haben ein großes Auto, wie vorher schon gesagt, größer als der ID.5, größer als das Model Y. Aber Wendekreis dennoch gut, muss ich sagen. Seht euch mal diesen Wendekreis an. Ich weiß leider nicht die exakten Daten, aber rein vom Gefühl her muss ich sagen, ist dieser große SUV sehr wendig und damit auch in der Stadt natürlich brauchbar. So, jetzt muss ich hier nur die Dame vorbeilassen und dann wenden wir noch einmal und dann geht's auch schon los. So, wenn wir in den Retourgang schalten und hier mal reversieren, dann seht ihr auch, die Displaylandschaft ist hier super mit Kameras. Es gibt 360-Grad-Kamera bereits in der Komfort-Variante, die mit 41.990 Euro startet in Deutschland. Und das ist schon viel, das BYD hier bietet, selbst in der Einstiegsvariante. BYD bietet generell viel, sag ich jetzt mal. Wieso piepst dieses Auto jetzt gerade? Okay. BYD bietet generell viel in der Einstiegsvariante bereits. Wir haben selbst das Panoramadach mit dabei. Wir haben, aber in der größeren Variante gibt es noch ein Head-Up-Display dazu, das ist nicht immer dabei. Aber schauen wir uns mal die Sitzqualität an. Ich sitze sehr gut. Also hier auch die Kopfstütze extra nochmal, die gefällt mir sehr gut. Also mein Kopf ist in einer richtig schönen Position, wenn ich mich hier anlehne und es ist sehr komfortabel. Vom Sitzen her kann ich mir vorstellen, hier stundenlang in dem Auto zu sitzen. Es wirkt auch alles sehr hochwertig und langlebig und robust. Also da kann man gar nichts sagen. Es ist ein angenehmes Fahrgefühl. Es ist sehr komfortabel, aber nicht sehr agil. Und das ist so ein wenig der Nachteil hier. Aber BYD will das wahrscheinlich auch mehr, da dieses Auto eher ein Familienauto sein soll, im Gegensatz zum Seal, der ja doch ein eher dynamischeres Fahrzeug ist, das straffer auf der Straße liegt. Also man kann sich hier entscheiden zwischen Familienauto und BYD Seal, der ja dann doch eher ein dynamisches Auto ist. Und diesen Fahrkomfort, der macht das Seal aber gut. Also es ist Bodenwellen, Schlaglöcher,
die nimmt er so weg, dass man sie gar nicht spürt, und wenn, dann sind sie ziemlich angenehm und sehr komfortabel. Rekuperationsstufen gibt es hier zwei, also Standard und Hoch zum Verstellen, und da ist es jetzt rot. Und da merkt man, okay, das Gewicht des Fahrzeugs bei dieser Notbremsung jetzt. Wir haben hier über 2100 Kilogramm, und dank diesem komfortablen Fahrwerk oder wegen des komfortablen Fahrwerks ist das Auto ein wenig schwerfällig. Auch in den Kurven schwankt so ein wenig nach. Es ist nicht extrem, es wird besser, sobald man das Auto dynamischer bewegt. Aber dennoch sollte man dieses Auto nicht zu dynamisch bewegen. Also Rekuperationsstufen zwei Stück. Wir können dann noch zusätzlich in den Fahrzeugeinstellungen hier nochmal die Intensität der Energierückgewinnung hier auch verstellen. Wir haben auch Modus der Bereichsanzeige, auch von den Kilometern her, unseren Restwertkilometer können wir auf dynamisch oder Standard verstellen, was einfach bedeutet, dass er bei dynamisch anpasst nach unserer Fahrweise, und bei Standard zeigt er uns immer dieselben Reichweitenkilometer an. Das Fahrzeug ist richtig leise, also wir haben eine sehr gute Dämmung. Wir haben auch nachgemessen auf der Autobahn vorhin bei 120 km/h haben wir 69,5 Dezibel Lautstärke. Das ist ein guter Wert. Wir haben bei 100 km/h nur 66 bis 67 Dezibel. Auch ein sehr guter Wert. Und das merkt man in dem Auto. Wir sitzen sehr hoch, höher als in einem Tesla Model Y. Das Auto wirkt kräftig, maskulin, groß. Ja, das schon. Und es piepst viel. Okay, es piepst aber nicht mehr so viel wie im Seal, da haben sie auch nachgebessert, und wir können die meisten Sachen hier auch ausstellen im Menü. Da hat BYD auch auf die Reaktionen reagiert, der letzten Tests, und das finde ich auch gut. Ansonsten, ja, Verbrauch. Was haben wir verbrauchsmäßig? Und während unserem Testzyklus, wir sind jetzt schon etliche Kilometer gefahren, habe ich jetzt, schauen wir uns das mal an, was wir verbraucht haben, 18,7 Kilowattstunden. Das ist okay. Und wir haben sehr gute Temperaturen hier, 15 Grad, 16 Grad, es wird wärmer. Aber das ist trotzdem in Ordnung. Wir sollten hier eine WLTP-Reichweite von 500 Kilometern haben, mit einem 87 Kilowattstunden großen Akku. Ja, wir haben hier die Design-Variante, also mit dem großen Akku. Zu den Akku-Varianten komme ich jetzt, die schauen wir uns im Detail an. So, kommen wir zu den Akkugrößen. Wir haben zwei verschiedene Größen. Die kleine Batterie bietet 71,8 Kilowattstunden und die große Batterie 87 Kilowattstunden für 500 Kilometer Reichweite. Die kleinere für 420 Kilometer. So, wir haben hier auch die Möglichkeit, Vehicle to Load zu laden in beiden Varianten. Das ist das Tolle. Selbst in der Einstiegsvariante für 41.990 Euro gibt es Vehicle to Load dazu. Damit kann ich ganz einfach externe Geräte wie mein Mobiltelefon, macht wenig Sinn, da ich es drinnen auch laden kann, aber ich kann hier TV-Geräte, ich kann hier Elektrogrill und was sich alles noch mit Strom betreiben lässt, hier mit unserem BYD betreiben, aber auch andere Elektroautos laden und denen somit Starthilfe unter Anführungszeichen geben, die moderne Starthilfe der Zukunft sozusagen. Wir haben Ladeleistungen DC, also am Schnellladestrom bei der großen Batterie von 140 kW im Peak. BYD sagt 30-80% in 28 Minuten geladen, und bei der kleinen Batterie sprechen wir für maximal 115 kW im Peak, also etwas langsamer als die große Batterie, soll aber ebenfalls in der Zeit von 30-80 Minuten geladen sein. So, kommen wir zum Fazit des BYD Seal U. Nun, die Optik, die ist schwer zu beurteilen, da sie eine individuelle Sache ist. Entweder es gefällt einem das Fahrzeug oder eher weniger. Ich wurde aber gerade angesprochen, ob das nicht der neue Porsche sein soll. Also es ist schon was dran an dem Design. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr rein zu der Optik des BYD Seal U sagt. Er soll ja Ocean Design mäßig an den Ozean angelehnt sein, und das passt natürlich zu diesem Hintergrund, auch mit dieser wunderschönen Blaufarbe, die gefällt mir meines Erachtens richtig gut, und ich finde auch die Front richtig schön mit diesem BYD Logo. Nun, das, was mir extrem gut gefällt am BYD, ist, dass er selbst die schlimmsten Schlaglöcher vehement schön wegfedert. Das heißt, wir haben ein wirklich sehr komfortables Fahrwerk, das aber auch einen Nachteil des hohen Schwankens und der wenig Inagilität, würde ich jetzt mal sagen, beinhaltet. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Wer ein sehr komfortables Familienauto haben möchte, der könnte mit dem BYD Seal recht happy werden.
Wir haben auch einen weiteren Vorteil, und zwar Akku. Wir haben Vehicle to Load und die Blade Batterie. Kommen wir mal dazu. Vehicle to Load finde ich einen Vorteil. Blade Batterie soll auch ein erhöhter Sicherheitsstandard sein. BYD sagt, dass es die erste Batterie ist, die auch den Nagelpenetrationstest durchhält. Sprich, wenn ein scharfer Gegenstand das Akku-Zellpack durchbohrt, fängt der Akku nicht gleich zu brennen oder auch zu rauchen an. Das passiert bei der Blade-Batterie nicht. Außerdem haben wir hier eine LFP-Technologie, das bedeutet Eisenphosphat, und wir haben bis zu 5000 Ladezyklen, die hier möglich sind, den Akku zu laden. Noch dazu ist es so, dass auch andere Hersteller die Blade-Batterie auch verwenden, Tesla zum Beispiel, und Tesla lädt schneller mit derselben Batterie, wobei man nicht weiß, wie die noch moduliert haben. Aber BYD, ich habe die extra auch darauf angesprochen, die sagen, nein, sie gehen eher die sichere Variante. Sie wollen nämlich ein sicheres Auto bieten für die ganze Familie, das auch länger hält über die Garantie hinweg. Zumindest hier gibt es 8 Jahre Garantie bis zu 160.000 Kilometer. Und 5.000 Ladezyklen bedeutet dann zumindest 1,2 Millionen Kilometer, was natürlich ein Wahnsinn wäre. Wenn man jetzt rechnet, 500 Kilometer habe ich hier in der Designvariante, 300 Kilometer, sagen wir, kommen wir im Durchschnitt, sind es 1,5 Millionen Kilometer, kommen wir tatsächlich damit hin auf 1,2 Millionen Kilometer. Das wäre natürlich schon Wahnsinn, mit einem Akku so weit zu kommen. Also BYD lädt etwas langsamer, hier in der Maximalvariante mit 140 kW, aber dafür sagen sie, soll der Akku natürlich länger halten, und das ist, was man im Prinzip will bei einem Elektroauto, weil der Restwert auch viel darauf abhängt, wie gut der Akku im Zustand ist. Wer keine Sorgen um den Akku oder Restwert haben möchte, der sieht sich am besten das Abo-Modell von InstaDrive an. Da gibt es nämlich keine Restwertsorgen, keine Akkusorgen, nämlich alles inklusive außer das Stromladen. Ihr abonniert das Auto und solange wie ihr wollt, und am Ende der Laufzeit könnt ihr es zurückgeben oder ganz einfach um einen günstigeren Preis weiter abonnieren. Den Link zum All-Inclusive-Abo InstaDrive heißt Easing übrigens, die neue Leasing-Easing-Methode, die gibt es hier oben, könnt ihr mal nachsehen. Ich spreche mal einen Nachteil an, der doch angesprochen werden sollte. Infotainment-System. Wir haben zwar diesen coolen Display, der sich verschieben lässt, horizontale, vertikale. Ich muss sagen, da ist noch ein wenig Luft nach oben. Gerade das Interface mit Navigationssystem, auch Ladeplanung, da sehe ich schon noch Luft nach oben. Wobei BYD sich natürlich hier bemüht. Man muss sagen, ja, sie meinen es gut mit dem Display und das Ganze, aber es gibt hier Elektroautos, die ein wesentlich hochauflösenderes und schärferes Display bieten als BYD derzeit. Das ist übrigens der Schlüssel zum BYD Seal U. Kennt ihr vielleicht von anderen BYD-Modellen, aber hier ist noch die Schutzfolie oben, also nicht wundern, das sieht natürlich viel schöner aus, wenn die dann unten ist, aber ich möchte sie jetzt nicht unbedingt runternehmen. Ja, ein weiterer Vorteil ist auch das Interieur, muss man sagen. Ich finde wenig Klavierlack, fast gar kein Klavierlack und auch wenig Hartplastikteile. Alles ist unterschäumt und wirkt sehr langlebig und durchaus hochwertig. Das nächste Thema beim BYD Seal U ist, dass einfach in der Komfortvariante, also in der Abpreisvariante für 41.990 Euro in Deutschland die Preise, schon enorm viel dabei ist. Ihr habt das vorher zu Beginn gesehen. Also alles ist dabei, was man eigentlich bei einem Auto heutzutage sich wünscht und braucht. Und das rechne ich BYD schon hoch an. Sie versuchen hier wirklich in den Markt reinzugehen mit sehr viel Komfort und Luxus bereits in der Abpreisvariante. Es gibt auch nicht viel zu unterscheiden zwischen Komfort und Design. Kann man sich unterscheiden, kleine und große Batterie, je nachdem, was für Reichweitenansprüche man hier auch hat. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr zum BYD Seal U sagt, zu den technischen Daten, aber auch zu diesen Sicherheitsstandards. Bezüglich Sicherheit bietet der Seal U auch 5 Sterne im NCAP Crash Test, und das ist auch etwas, was man hervorheben muss, weil er zählt auch zu einer der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse, glaube ich, war es. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das genau ist. Auf jeden Fall hat er 5 Sterne im NCAP Crash Test. Ja, also ich bin Matthias, kurz Mates, und für euch voll elektrisch unterwegs. Hier auf dem Kanal gibt es jede Menge Videos über Elektroautos, auch unsere wöchentlichen News jeden Freitag. Schreibt mir gerne auch was in die Kommentare, denn jedes Kommentar kann bei uns jeden Freitag eines unserer tollen Amazon-Produkte gewinnen. Also schaut euch nicht und schreibt uns, dann habt ihr vielleicht schon die Chance und bekommt ein Amazon-Produkt von uns zugeschickt. Ja, ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi.